Hi Leute, willkommen zu einer Folge Let's Play Sims 3 mit eurem Yuichiro. Hier, Yakuya, aka Iroki. Ich guck mal kurz im Inventar. Wir haben ja einen Königsakropark. Den verziehen wir eben schnell. Denn ich möchte gerne ein bisschen rumprobieren. Warte mal, das hier mal hier einfach mal. Ich will ein bisschen was versuchen. In dem Modus. Denn wir haben ja alle fünf. Ja, ne? Was sind die Dinger? Diese fünf, ja, Dinger, ne? Wir können einen Tauchfund noch machen. Indem man einfach dahinsetzt oder was. Ja gut. Mach was du möchtest. So, wir schlafen jetzt gerade im Königsakrophar. Genau. Wo ist denn das? Diese fünf. Ja, ne? Diese. Mal diese Inschriften gelesen haben. 10.000 hier. Hier noch? Noch mehr Sack. Wie sieht eine alte Kreatur zu deinem Haus? Ja, wie mache ich das? Kann ich das so hinziehen? Nee. Mumie heraufbeschwören. Momento. Muss gleich alle arbeiten. Das ist scheiße. Ich will das mit dieser Mumienmaus probieren. Meine so eine friedliche Mumie. Geschichte erzählen. Fünfter Hochzeitstag. Ein kriegen wir gleich wieder von Manny. Jetzt gibt es ja gleich wieder. Genau, warte mal kurz. Gibt es ja gleich wieder Manny, weil wir haben unseren Jahrestag. Also auf Arbeit. Ob da eine Gehaltserhöhung mit bei ist, weiß ich noch nicht. Aber bei ihm müssen wir auf jeden Fall noch die Logik und die Forschung erweitern. Das ist wichtig.
damit das Ganze schneller geht und am Ende kriegen wir auch mehr Geld raus. Man sieht es ja, die Frau verdient ja, kriegt ja schneller eine Gehaltserhöhung als Mann. Habe ich das nicht ausgeschaltet? Nein. Wo ist denn das Radio an? Ja, da geht's los. Warum ist hier noch ein Topf vor? Sollen wir auch bis vorhin noch Geld sammeln können? Sieht nicht danach aus. Herr Gatt, fliegen Sie auch noch mal. Hallo, ich bin im Inventar. Nein, aber ich würde gerne die Mumie hier beschwören können irgendwie. Ich habe ja hier diese... Urne. Aber wie mache ich das? Lass einmal alles schleifen, was wir noch so einen Tag haben will. $13.000 sind die wert. Jahrestagtafel. Habe ich hier noch so viele Bullshit-Sachen, aber ich würde gerne mal
hier so eine Art ägyptisches Museum machen. Aber wir können ja das Ganze ein bisschen größer noch machen. So. Steine. Safe, ne? Da sieht das schon so ägyptisch aus. So. Obwohl, ne, wir brauchen natürlich mehr Wände. So, warte, du gehst mal weg. So, dann haben wir hier dann den Raum für den König Sarkophag. Obwohl, nee, warte mal, wir machen nochmal so, so. Und den König Sarkophag, den können wir ja noch ein bisschen cool dekorieren. Es gibt ja hier dieses... Warum gehst du nicht dahin? Ist mittig, ne? Einiges Ding. Ne, okay. Oh ja, für Alte. Ja, was machen wir jetzt noch hier mit so einer Mumie? Das passt mir noch zu. Pflanzen. Viele. Soll sich ja wohlfühlen, wenn die hier erwachen sollte. Dann richten wir das hier schön ein, damit die nicht den Zorn der Mumie auf uns kriegen. Wollen wir nicht. Wir können ja mal ganz kurz so gehen. So. Mauer, da gibt es doch auch eine Felsen. Gab doch noch was anderes. Dann Dekoration, damit wir unsere Mumie auch wohlfühlen. Ganz wichtig. Das ist unsere Mumien-Ecke, könnte man sagen.
kann ja mal so Dinger. Dinger verschieben, das war, die gibt's doch auch. Genau, diese Dinger sind ja auch wichtig. Ich hab ein bisschen verwirrt. Ist das ein anderes Schwert? Wahrscheinlich mehr genau dasselbe, okay. Aber wo habe ich denn diese Dinger hier? Wird unser super Museum hier. Tauchbrunnen, gehen wir da rein. Machen wir hier solche Dinger hin noch. Ja, können wir auch eins noch da. Damit können wir dann auch, ja, so gesagt, auch ein paar Sachen verewigen. Zuerst Licht, wa? Familieninventar, da können wir diese Kisten hinlegen. Das. Okay, weiß ich nicht. Okay, was bist du? Lass mal sehen.
für Kinder, wa? Ja. Sieht interessant aus. Kalender. Katze. Okay. Gehen wir nochmal bis runter. Wir probieren mal so diese Farben hier. Aber sehen, wenn ich die darauf mache. Der Rahmen müsste sich dann doch direkt verändern. Genau. Sieht auch besser aus. Nächste Sache. Jetzt nehme ich das da. Und verbinde das mal da drauf. Das und mache das da drauf. Nicht das, was ich haben wollte. Das kann ich geändert werden. So, wie sieht denn das da drauf aus? Ja, komm, mach mal gelb-schwarz. Frage, würde es denn auf dem Boden aussehen? Oder an der Wand? Ja gut, da ist wahrscheinlich nicht so gut, aber hier passt. Was hat was? So. Was gab's denn noch? Fackeln konnte man nicht so einzeln machen, oder? Leuchten hier. Können wir hier ein bisschen rumprobieren, welche Farben wir nehmen. Ja. Machen wir so. Sieht mich dann noch mehr aus im Raum. Unser kleines Museum. So. Dann haben wir hier unser ägyptisches Museum. Aber wie... mal gucken, wie war... Oh Gott, was ist das? Gartenpflegen. Dünge mit... So. Oh.
Dann macht ihr deine Pflanzen wieder gut, wa? Dauert ein bisschen hier. Alter, ist ja voll zeitintensiv hier. Die gehen ja alle voll schnell kaputt. Ja, Luna, die hat sowieso Bock. Ja, während der Garten macht, gucken wir wieder hier oben weiter. Kann ich nicht schieben, hallo. Oh, mehr haben wir hier noch nicht. Theoretisch können wir dann hier oben mal ganz kurz abreißen. Aber den ganzen Busch hätte ich ja nicht mehr brauchen. Den platzieren wir dann hier rein. Oh, was haben wir hier? Trainingsüberwachungsgerät. Naja gut. Ist wahrscheinlich wegen Joggen, wa? Ich frage mich gerade nur, warum das lange braucht zum Laden alles. Und Standbilder zwischendurch, warum? Ist das, weil die Welt so krass ist? Mich überlegen, so Horus-Augen sind ja auch sehr wertvoll. Die können wir auch hier reinlegen. Aber ich frage mich ganz generell, wie das gemeint ist, dass ich jetzt eine alte Kreatur in meinem Haushalt ja, wieder herkommt, ne? Das ist Herr Gichts Auto. Warte. Wie gesagt, diese Champion, die gehen mir übelst auf den Nerv gerade. Jetzt muss er hinlaufen, das zu öffnen, oder wie? Oh Gott! Naja, dann gehen wir rein, ihr beiden Ohren. Machen wir es mal gut so. So, Garten ist weggelaufen, sowieso durch die Gegend. Guckt, der ist ja schon weg. Sternberg mir übelst auf den Piss.
Nein, ich möchte gerne einfach das nur. Mama Mia, ich will das auch nur verschieben, so dass es vernünftig aussieht. Also sieht das Ganze nicht vernünftig aus, ich will das drehen. Er will mich verarschen. So kann ich. Und drehst sie automatisch zu der Seite. So. Der ist schon mal richtig. So, aber du bist auf jeden Fall bitte auch so. Danke sehr. Der ist 13.000 Euro wert, ey. Weiß nicht, sollen wir denn auch so Diamanten hier legen? Oder halt nur so Artefakte? Kernschlüsselstein. Aha. Naja, warte mal. Das sind die ganze Güte nochmal. Die legen wir noch besser in die Kiste rein. Chinesische Vasensammlung. Ja, es ist Vasen, wa? Na egal, Klatschen war voll. Aber hier unser eigenes Museum. Kommt hergelegt.
Was ist das denn für ein Geräusch? So, was machen wir als nächstes? Ich bin immer noch dafür, dass ich sage, ich will herausfinden. Wenn ich jetzt da reingehe. Wie verwende ich die denn? Warte kurz, bei mir Inventar. Unsere krasse Sammlung. Alle rein da. Das da ist so lichte Dinger, wa? So Eisen kann man dann ja woanders reinlegen. Wird langsam Zeit, dass wir unser Inventar so ein bisschen langsam aufräumen. Oh.
Wetterkontrolle müssen wir ja auch noch. Wartet mal kurz, machen wir kurz hier Platz. Vielleicht kriegen wir das ja noch hier rein. Wie groß ist das Teil? Okay, also schon groß. Also eine Gerätschaft, die gehört eigentlich nach da unten. Quecksilberzeug da mal kurz geschissen. Ich will mal gucken, ob der dann hier reinpasst, wenn ich das Ganze wegmache. Lass uns mal das ganz anders machen. Pass mal auf. So, mach von hier aus ein 13 mal 13. Naja, stimmt nicht ganz, aber egal. Können wir von hier aus eine Treppe einfach machen. Obwohl das lieber andersrum war. Na egal. Ich nehme das Ding. So, und guck, ob ich das hier unten hin platzieren kann. Jetzt, ob ich das nicht hier unten platzieren kann, muss das nach oben. Jetzt habe ich alles umsonst abgerissen. Ah, okay. Wie machen wir das? So, wir haben ja... Hm.
Nochmal. Jetzt haben wir Nebel. Oh, lol. Geht aber mal so ein fetter Laser noch. Ja, vergiss mir dann weiterkochen, bitte. Ich will mir das ganz langsam angucken. Ist ja mega high-tech. Na, guck mal weiter mit hier. Hey. Oh, da wird doch jetzt so eine Musik. So. Wie viele Diamanten haben wir? Ja, mehr als 2, 3. Okay, Gesichts und immer noch keine Ahnung, wie ich die vernünftig benutze. Kann ich das eigentlich was anderes machen, außer halt nur Geld? Bullshit, wir haben ein Inventar, haben ist ja brutal. Wo ist Bella? Rein da. So, dann habe ich bald dann nämlich nur noch wichtigen Zeug im Inventar.
Mit gerade in den Raum kommen. Wir haben auch echt viel Kram im Inventar, ey. Was sind das für Dinger? Keine Ahnung. Was fange ich mit Kupfer überhaupt an? Das ist alles Katastrophe irgendwie. Okay, Gesichtsunen, wie mache ich das immer noch mit euch? So, jetzt kommt er nochmal her. Outfit wechseln, hier. Wollen ein Sing nochmal in dessen. So. Wieso kann ich die nicht benutzen? So viele Bücher. Auf den Abstellraum. Außer mit dir. Mit dir kann ich ja theoretisch einfach hier herstellen. Und eventuell dich farblich sogar anpassen. Okay, also diesen Urnen habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Irgendwie will das nicht so funktionieren. Auf jeden Fall soll sich ja irgendwas meinem Haushalt anschließen. Frage mich aber jetzt nur, was soll sich denn mein Haushalt anschließen? Ja, irgendwo den ganzen Bullshit mal kurz ablegen. Das war auch dumm von mir. Mir fällt gerade ein, es gibt ja noch die hier Dingens-Treppe. Wie heißt die Treppe nochmal? Wie genau? Die Kreis, diese runde Treppe. Ja, Fall da. Ich würde da wirklich ernsthaft interessieren. Also Inventar sortieren, das ist echt so eine Sache immer. Aber deswegen Gesichtsnummer verstehe ich nicht. Ich kann die ja nicht mal platzieren. Na gut. Wir machen da hier mal eine Pause. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Wann sehen wir uns denn wieder? Ja, auf jeden Fall. Morgen kommt die nächste Folge von den Sims. Aber wir sehen uns dann in China wieder. Hoffentlich. Also, außer ich krieg eine andere Idee. Ansonsten machen wir China. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Tschüss, euch rein. Euer Yujiro Yakake Hiroki. Sorry für mein Braindead-Denken, dass wir so viel Langeweile gerade hatten. Aber man muss auch mal aufräumen. Ciao.